Und dann Wort jetzt ebenfalls von der FPÖ Gerald Hauser. Danke, Frau Präsidentin. Geschätzter Herr Minister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir wissen, Weihnachten steht vor der Tür. Aber wisst ihr, was passiert, wenn Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Namenstag zusammenfällt? Na, sind wir bei diesem SPÖ-Antrag. Das ist also ein Wunschkonzert. Das ist ein Wunschkonzert der SPÖ an die Bildungspolitik. Und ich frage mich heute und hier, wieso hat das die SPÖ in den vergangenen Jahren, wo sie für die Bildung zuständig war, nicht umgesetzt? Wieso habt ihr das nicht gemacht? Bis vor einem Jahr habt ihr die Bildungsministerin gestellt. Und jetzt kommen Sie mit einem Forderungspaket daher, mit einem Sammelsurium, das also niemand auch nur ansatzweise finanziell umsetzen kann und wo jede finanzielle Bedeckung fehlt. Zum Inhaltlichen. Sie fordern ein höheres Schulstartgeld, lehnen aber die größte familienpolitische Maßnahme, die diese Regierung gesetzt hat, nämlich den Familienbonus Plus mit 1,5 Milliarden Euro ab. Erklären Sie das bitte Ihren Wählern. Sie fordern eine gratis Ganztagsschule und Sie wissen, dass die Regierung bis zum Jahr 2032 750 Millionen Euro in den Ausbau der Ganztagsschulen investiert. 750 Millionen Euro. Das muss man auf die Reihe bringen und noch zusätzlich Probleme lösen. Sie fordern eine kostenlose Förderung, Nachhilfe. Und sagen, die 100 Millionen Euro, die derzeit für die Nachhilfe ausgegeben werden müssen, sind zu finanzieren. Ich sage, wir machen eine bessere Bildungspolitik, damit die Schüler zukünftig weniger Nachhilfe notwendig haben. Das erwarten wir uns von der Schule. Und wir haben die wichtigste bildungspolitische Maßnahme mit der Einführung der Deutschförderklassen gestellt. Nämlich, ich muss den Unterricht folgen können. Und damit ich das kann, muss ich die Unterrichtssprache, nämlich Deutsch, verstehen. Und das ist die wichtigste bildungspolitische Einrichtung. Auch diese Maßnahme haben Sie abgelehnt. Sie fordern, Sie sagen vom Gratis-Schulbuch bis zum Gratis- Tablet, ja, ist richtig, wir setzen um, es wird ein Masterplan für diesen Bereich erstellt, aber wenn wir in den Rechnungshofbericht hineinschauen, stellt der Rechnungshof fest, dass Sie, Infrastrukturministerium, SPÖ-Ministerium, geführt bis vor einem Jahr, dass Sie die Breitbandmilliarde nicht umsetzen konnten und die Ziele der Regierung nicht erreicht haben. Auch hier wieder eine perfekte Selbstanklage. Sie fordern einen Rechtsanspruch auf ganztägiges gratis Kinderbetreuungsangebot. Und sagen, die 140 Millionen Euro, die die Regierung dafür zur Verfügung stellt, sind zu wenig. Sie hatten 130 Millionen, wir legen noch 10 Millionen drauf. 140 Millionen sind für Sie zu wenig. Nona net. Ja? Und zum Schluss wollen Sie noch haben, dass die 12 Stunden zurückzunehmen sind mit dem Argument, die 10 Stunden, auch die Sie eingeführt haben, auch die sind schon zu viel. Also, dass Ihnen niemand mehr etwas glaubt und dass Sie nicht nur bildungspolitisch von den Wählern nicht ernst genommen werden, braucht sie nicht zu wundern. Dieses Paket hat nämlich mit Seriosität überhaupt nichts zu tun, weil nämlich jegliche Finanzierung fehlt und diese Sachen so überhaupt nicht umzusetzen sind. Und wissen Sie, Sie selber haben uns im Jahr 2016 ein Bildungsbudget vorgelegt, das mit 191 Millionen Euro unterdeckt war. Sie haben damals nicht einmal die strukturelle Lücke schließen können, wie Sie zuständig waren, und kommen jetzt mit einem Wunsch ans Christkind daher, das nicht ansatzweise zu finanzieren sind. Und Sie wissen, wir machen Bildungspolitik, damit zukünftig die Schülerinnen und Schüler tatsächlich die Chance haben, in das Berufsleben einzusteigen. Und wir machen ein Paket, das es den Lehrerinnen und Lehrern ermöglicht, einen guten und einen sinnvollen Unterricht zu machen. Danke.